Ja, hallo, herzlich willkommen, liebe ApeKick-TV-Zuschauer, zum X-Tipp-Spieltagstipp. Neben mir sitzt Pablo Cardoso von TSV Sasel 2 und wir tippen für euch den vierten Spieltag in der Bezirksliga Nord. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt an. Super. Los geht's mit Sperber gegen Quickborn. 3-0 für Sperber. Weiter dann mit Grün-Weiß Eimsbüttel gegen BU2. Da tippe ich auf ein 0-2 für BU2. Wir haben im Pokal gegen BU2 verloren. Dann denke ich mal, die werden auch die Liga gewinnen, wenn die so weiterspielen. Dann kommt die Zweitliga-Vertretung von Eintracht Norderstedt gegen Glashütter SV. Ich schätze mal, wenn Norderstedt zwei paar Spieler von der ersten bekommen, würden die schon 2-0 gewinnen. Weiter geht's dann mit Niendorf 3 gegen TuS Berne. Da tippe ich auf ein 1-1. Torschützen? Ich kenne da leider keinen Spieler von Berne oder von Niendorf. Machen wir dann weiter mit ETV gegen Waldorfer SV? Also wenn Nico Kiesewetter fit ist bei ETV, da tippe ich auf ein 2-0. Macht er einen Doppelpack? Bestimmt. Zwei Freistoßtore macht er. Dann geht's weiter mit USC Paloma 2 gegen Eintracht Lockstedt? Da tippe ich auf ein 2-0 für Paloma. Irgendwelche Torschützen, die dir einfallen? Ich kenne auch leider niemanden. Dann der TSC Wellingsbüttel gegen SV Bergstedt. Ja, das ist ein kleiner Derby bei uns im Norden. Also ich tippe mal auf ein 1-1, auf einen Unentschieden 1-1. Und zuletzt deine Mannschaft, TSV Sasel 2 gegen die FC Alsterbrüder. Also ich hoffe, dass wir da 3 Punkte holen und 2-0 siegen werden. Torschütze? Einmal Fabian Becker und Christopher Dose. Alles klar. Vielen Dank für die Tipps.